Was, Richter, Sie haben uns schon so viele Vorschriften jetzt genannt. Wir blicken überhaupt nicht mehr durch. Können Sie uns da mal nicht mal so ein bisschen so die wichtigsten Rechtsquellen geben? Ja, das mache ich gerne. Wenn Sie sozusagen vom Hobby zum Unternehmer und dann zum Kaufmann werden, dann müssen Sie, ich habe mal hier so 15 Kategorien genommen. Das ist schon recht viel, aber Sie werden gleich sehen, es macht Sinn. Das heißt, 15 Rechtsquellen sozusagen, mit denen Sie sozusagen zwingenden Vorschriften des Handelsrechts, mit denen Sie konfrontiert werden. Und wenn Sie das Wort mal Rechtsquelle nehmen, ich habe Ihnen mal hier so ein Geysirbild mal genommen, genau, da sprudelt sozusagen das Recht raus. So muss man sich das vorstellen. Das heißt, sehen Sie Rechtsquelle, diesen Begriff richtig sich sozusagen als wichtigste Grundlage für Rechts, für die Lösung von Rechtsproblemen im Handelsrecht und für die Organisation eines Unternehmens, eines kaufmännischen Unternehmens, das wollen wir uns mal anschauen. Also reinschauen in die wichtigsten Rechtsquellen. Nun, Begriff der Rechtsquelle, was ist eine Rechtsquelle? Das sind sozusagen die Quellen, das sind die Formen, in denen das Recht in Erscheinung tritt. Und Rechtsquellen sind sozusagen auch Rechtsgrundlagen für ein bestimmtes Rechtsgebiet. Und man unterscheidet so grob natürlich geschriebenes Recht, das ist das, was man nachlesen kann, dann ungeschriebenes Recht. Und ungeschriebenes Recht, das ist sozusagen das Gewohnheitsrecht, dass man zum Beispiel dreimal mahnt in bestimmten kaufmännischen Geschäftsbereichen, nicht gleich bei der ersten, nach der ersten Mahnung gleich sagt, so, jetzt verklage ich dich gleich. Das ist zum Beispiel ein Gewohnheitsrecht. Langanhaltende Übungen in Rechts, mit Rechtsüberzeugung, das machen sozusagen ganz, ganz viele. Aber bei dem geschriebenen Recht, das haben also die Gesetzgebungsorgane herausgegeben. Und da guckt man, wenn man dort reinguckt, dann sollte man wenigstens so ein bisschen wissen, wie das organisiert ist. Im Handelsrecht sieht das dann folgendermaßen aus. Im Handelsrecht haben wir natürlich das BGB, das bürgerliche Gesetz, sozusagen mit, wo Inhalte drinstehen, dass sie zum Beispiel Gewährleistung haben, Mängelrechte, auch als Kaufmann. Und dann haben wir noch Verfahrensrechte, ne? Wo zum Beispiel drinsteht, wie ein Gerichtsverfahren abläuft oder überhaupt, wo welche Gerichte zuständig sind. Wir haben dann das öffentliche Recht. Das öffentliche Recht hat hauptsächlich die öffentliche Hand, also zum Beispiel die Finanzämter gibt es denen Rechte und Pflichten. Deswegen nennt man das öffentliches Recht und das Privatrecht, dazu gehört das bürgerliche Recht, das ist mehr unter Privatpersonen. Ne? Also, dass man mal diesen Begriff auch nochmal sich richtig angeschaut hat. Alles das spielt natürlich eine Rolle, denn die Gewerbeordnung und auch die Handwerksordnung oder dass ein Kaufmann im Steuern zahlen muss, im Abgabenrecht, das betrifft auch Sie. Also wir haben bei den Rechtsquellen haben wir also private Rechte, also ich habe es mal unterteilt in allgemeine Gesetze, die also für alle gelten, bürgerliches Recht, Verfahrensrechte, das öffentliche Recht, das also alle müssen Steuer zahlen. Aber dann haben wir bei den, sobald sie ein bisschen größer werden, bei den Kaufleuten, haben sie dann entsprechend auch diese, naja, diese Handelsgesetzbücher oder diese handelsrechtlichen Vorschriften. Und wir haben hier die folgende Unterteilung, einmal die allgemeinen Gesetze, das Handelsgesetzbuch und dann haben wir auf der rechten Seite noch die handelsrechtlichen Neben- und Sondergesetze und das Handelsgewohnheitsrecht. Ne, da kann man sozusagen mal in diesen vier Blöcken kann man sozusagen das mal aufteilen, damit es leichter merkbar wird. Und jetzt sind wir im Handelsgesetzbuch, das HGB. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal aufgemacht in verschiedenen anderen Videos. Ich würde Ihnen natürlich immer empfehlen, dass Sie die amtliche Seite vom Gesetz im Internet sich anschauen und das HGB. Also ich kann es hier schon mal kurz reinholen hier. Das HGB finden Sie beim Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz. Ist mit Ihren Steuergeldern dort aufgebaut worden. Gibt sogar in Englisch. Und ich gehe jetzt aber hier ins Nicht rein, weil leider, und das haben Sie gerade eben schon gesehen, das HGB hat leider vielfach keine Überschriften. Die neuen Vorschriften haben das, aber historisch hat man das gewachsen damals nicht gemacht, ist leider so. Deswegen habe ich es mal ein bisschen aufgeschrieben hier. Sie sehen das also, das Handelsgesetzbuch ist gegliedert in verschiedene Bücher. So muss man sich das vorstellen. Einfach Themen, Kapitel. Und das ist sozusagen wie Band 1, Band 2 von Harry Potter oder so, ne? Also Buch 1 ist hier der Handelsstand. Und wenn man das zweite Buch anschaut, sind die Handelsgesellschaften, da sind also die Rechtsformen drin. Dritte Buch sind die Handelsbücher, also was man dort alles machen muss. Also die ganze Buchführung ist drin. Und dann haben wir im Buch 4 die Handelsgeschäfte, leider ganz hinten, ne? Aber ist einfach historisch so gewachsen. Und dann haben wir noch Sonderbücher, zum Beispiel den Seehandel und noch weitere. Wenn wir nochmal nach oben gehen, im Buch 1, und da fängt man beim Handelsstand an. Also man muss ja, bevor sie überhaupt, man sagt, sie sind jetzt vom Hobby zum Kaufmann gegangen, ne? Sehen Sie auch in der Hauptüberschrift, da muss man ja erstmal feststellen, ob sie überhaupt Kaufmann sind. Ich gehe da jetzt mit Ihnen mal durch.
Und dann, wenn Sie Kaufmann sind, müssen Sie im Handelsregister eintragen lassen und müssen sich einen besonderen Namen geben. Und dann haben Sie natürlich auch eventuell irgendwelche Leute, die für Sie arbeiten und eine Vertretungsmacht haben. Und da unterscheidet man den Handlungsbevollmächtigten und vielleicht auch den Prokuristen. Und dann gibt es noch andere. Aber wenn Sie sagen, nee, die müssen nicht angestellt sein, dann gibt es hier Vorschriften über die selbstständigen Handelspersonen, wie zum Beispiel Handelsvertreter. Und natürlich müssen Sie dann auch, wenn Sie so viel Arbeit haben, vielleicht mal einen zusätzlichen Gesellschafter haben. Also dann reichen Ihnen diese sozusagen Angestellten, Hilfspersonen nicht und diese Selbstständigen reichen Ihnen auch nicht. Nein, Sie möchten einen Gesellschafter haben. Und dann haben wir halt hier die Handelsgesellschaften ab 105 fortfolgende und müssen dann natürlich auch, da das jetzt alles schon ganz schön komplex wird, auch bestimmte Handelsbücher führen. Das ist dann im dritten Buch. Und dann haben wir natürlich das Thema, wenn Sie dann solche Geschäftsvorfälle haben, sind die manchmal auch vereinfacht, zum Beispiel im Handelskauf oder haben besondere Rechte und Pflichten. Und da sind die grundsätzlichen Regeln, sind hier mal zum Schutze auch der Kommissionäre, der Frachtgeschäftsführer, der Frachtführer sozusagen, sind zum Schutz hier drin. Das sind ja alles Schutzvorschriften. Also Sie haben gesehen, so baut sich das auf. Es gibt daneben natürlich noch Neben- und Sondergesetze, zum Beispiel des Gesellschaftsrechts. Da gibt es das GmbH-Gesetz oder das Aktiengesetz oder auch für den kaufmännischen Zahlungsverkehr oder das UWG oder das GWB für den gewerblichen im Wettbewerbsrecht, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Also hier gibt es noch weitere Kategorien. Wenn Sie sich das so ein bisschen merken, das so ein bisschen dazu, dann im Laufe des Handelsrechtsseminars hier also ein bisschen dazu gucken, dann können Sie das sozusagen immer mehr kategorisieren und wissen, okay, die haben also sozusagen alle irgendwie ihren Ort. Gewerblichen Rechtsschutz wäre zum Beispiel Patentgesetz oder auch Markengesetz, dann haben wir Wirtschaftsverwaltungsrecht, das sozusagen die Gemeinden, die Kommunen ihnen gegenüber sagt, wie sie jetzt ihr Unternehmen zu führen haben und wo. Außenwirtschaftsrecht, dass man sagt, was sie also, dass man kontrolliert, dass sie nicht in irgendwelche Kriegsgebiete irgendetwas, Kriegswaffen zum Beispiel, hier schicken. Also es sind mehrere Vorschriften, die einfach wichtig sind für den, sobald sie nicht mehr hobbymäßig das machen, das sehen Sie schon. Und natürlich das internationale Handelsrecht, wo es zum Beispiel auch hier wieder Vorschriften gibt in internationalen Verträgen mit anderen Ländern oder mit anderen Staatengemeinschaften. Wir hatten dann noch das Handelsgewohnheitsrecht, zum Beispiel Handelsbräuche sind ausdrücklich sogar in 346 drin. Es gibt tatsächlich in manchen Bereichen irgendwelche Bräuche und es sprudelt da also sozusagen auch wieder irgendwelche Grundsätze raus, wie aber auch zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen würde ich auch im weitesten Sinne als Rechtsgrundlage nehmen. Da schreiben Sie einfach drin, wie wollen wir dann miteinander umgehen. Und es gibt sogar internationale Empfehlungen der Internationalen Handelskammer, sogenannte Incoterms, International Commercial Terms, also internationale allgemeine Geschäftsbedingungen sind das einfach. Genau, damit habe ich mal so 15 Rechtsbereiche Ihnen mal gezeigt. Und letztlich sollten Sie sich diese vier Grundbereiche merken. Allgemeine Gesetze, dann das Handelsgesetzbuch, handelsrechtliche Neben- und Sondergesetze und das Gewohnheitsrecht. Da sind Sie dann immer sozusagen gut geleitet. Ja, damit sind wir also bei den wichtigsten Gesetzen, haben wir uns die mal angeschaut. Hier sehen Sie noch ein paar Erläuterungen dazu und auch, wo Sie das Ganze finden. Und dann schauen wir uns jetzt im nächsten Video mal an, was sind denn so Wesensmerkmale im Handelsrecht? Wenn Sie irgendeinen Rechtsfall haben, haben Sie so ein Bauchgefühl, wo könnte das hingehen? Das klärt man zum Beispiel mit den Wesensmerkmalen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.